Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Football Manager 2023. Rückspiel gegen Dortmund steht für uns heute an und eine ganz wichtige Partie in der Bundesliga gegen RB Leipzig. Da geht es auch um die Champions League wie auch jetzt gegen Dortmund. Oh Gott, ja, letzte Folge war absolut, absolut ultra schrecklich. Wollen wir gar nicht drüber reden, so schlimm wie das war. Immerhin war die letzte Partie, die wir eigentlich extra noch gemacht haben, noch gerade so okay. Aber yo, was willst du momentan machen? Kannst nicht viel machen. Ist alles schwierig und sehr, sehr hart. Was zum Glück nicht schwer und hart ist, sind die Einkäufe bei iniba.com, eurem Gaming-Marktplatz Nummer 1. So wurde mir das jedenfalls gesagt. Ihr kriegt dort alles, was ihr haben wollt. Unter anderem die Top-Spieler aus der aktuellen Season. Oder natürlich auch einfach Gutscheinkarten wie PSN-Cards und so weiter. Falls ihr mal wieder irgendwie die Spielsucht habt bei FIFA oder whatever. Ja, gibt viel. Winter steht auch an, ne? Also wenn ihr da irgendwie mal ein Geschenkchen haben wollt oder so, gibt's bestimmt auch bei iniba.com. Links dazu in der Beschreibung. Einen guten Trustpilot-Score gibt's oben drauf, damit ihr da keine Sorgen haben müsst. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt auch einfach Dortmund irgendwie in die Knie zu zwingen. Saldivia kann immer noch nicht wegen seiner Virusinfektion. Der wird erst morgen wieder fit sein, scheinbar. Ich habe auch nicht auf die... Ah, er könnte sogar. Ja, sollte man vielleicht sogar machen. Oh Gott, ich... Wir hoffen einfach aufs Beste, oder? So, Bulka kommt, geht auf die Bank dann. Buschi geht wieder in die U19. Ich traue Saldivia das schon zu. Ne? Es ist ja nur eine Virusinfektion. Ist ja nicht so, dass er irgendwie was körperlich hatte. Also, im Sinne von Aua, Aua. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ne? Ich habe eigentlich schon aufgestellt. Ich weiß gar nicht, warum ich hier noch an der Aufstellung rumfuchtel. Let's go, komm. Wir brauchen eh einen guten Tag. Es kommt auch gar nicht drauf an, jetzt wer spielt eigentlich. Es kommt nur darauf an, dass wir mal Glück haben in der Startaufstellung, dass da nicht wieder so ein Jeschaschwili ankommt und da den Ball mit der Hand spielt. Also, 4-3-3 heute im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir 4-1-1 gespielt haben, wo wir auch dann mit dieser gleichen Formation in der Liga den Sieg gegen Dortmund errungen haben. Die spielen auch wieder 4-3-3, Adeyemi und Elias auf den Außen. Elias hat das Tor gemacht. Das andere Ding war, glaube ich, ein Elfmeter. Nee, Quatsch. Nee, Elias und Bellingham haben die Tore gemacht aus dem Spiel heraus. Der Elfmeter, keine Ahnung, wer das war. Pixelboys, ihr habt es gesehen, sind wieder am Start. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Das wäre sehr schön, aber ein 1-3 gegen Dortmund aufzuholen ist schon sehr, sehr schwierig. Aber für die Abende ist halt die Champions League gemacht, ne? Um sowas aufzuholen. Ja, gibt aber gleich erstmal einen Eckball für Dortmund. Und warum sind wir nach Standards auf einmal so anfällig? Ich meine, jetzt ist kein Gegentor bei rausgekommen, aber warum halt? Wir hätten aber jetzt schon langsam ein Tor machen müssen, ehrlich gesagt. Zeit läuft uns jetzt schon davon, finde ich. Und was wir gerade sehen, ist so Dortmund. Momentan noch sehr unpräzise zu unserem Glück, aber lange kann das wohl auch nicht mehr dauern. Und wieder ein Standard, und wieder ein Standard, und wieder ein Standard, und wieder ein Standard. Kone, der heute Bellingham ersetzt. Ist das sehr, sehr Ping-Pong. Hoffmann kriegt es nicht gebacken, den Ball rauszuspielen. Lavic, das könnte ein bisschen was geben jetzt. Oliveira nimmt Jonas Peters mit. In der Mitte ist Daniel Hüttenschmidt und der macht den Ball rein. Das 2-3 aus unserer Sicht, spielübergreifend. Nachdem wir uns gerade hinten so angestellt haben, den Ball rauszukriegen, schaffen wir es aus dieser Szene das Tor zu bekommen. Jonas Peters mit dem Assist für Daniel Hüttenschmidt. Und es keimt ein bisschen die Hoffnung auf. Ah, schade. Schafft Hütti hier nicht, den Ball zu kontrollieren. Komm, hier gucken, was das für die Körpersprache ist. Nein. Ängstlich. Oh, das ist nicht gut, Pablo. Gerade jetzt brauche ich dich. Ich wünschte, ich könnte den Jungs reinrufen. Presst mal ein bisschen mehr. Die sollen sich wirklich alles aus dem Leib rennen. Ist eigentlich auch meine Spielphilosophie, ne? Den Gegner halt. Oh Gott. Ey, warum ist Gio Reyna halt so krass gegen mich? Sein letztes Tor hat er auch gegen uns gemacht. Das ist halt so einfach zu verteidigen. Du musst einfach nur buchstäblich dastehen. Dann kann er da nicht durchrennen.
Und wir gehen extra aus dem Weg. Achter macht hier den Platz extra frei für Reyna, damit er einfach nur durchgehen kann. Acevedo denkt sich dann, fuck, wo ist mein Innenverteidiger-Kollege? Ja, und dann passiert genau das. Weißt du, ganz ehrlich, FM. Dann mach das doch nicht. Warte, ich muss kurz bei Spieler reingehen. Das ist, glaube ich, hier, ne? Nee, wo ist denn das nochmal, dass ich den Pulli decken lasse, was ich da gerade hatte? Oh Gott, wo waren das nochmal? Ah, egal. Macht eh nichts aus. Hier oben drauf? Ja, schön. Ach, jetzt ist schon Pause. Hä? Hab ich nicht gerade in. Ja, egal. Egal. Vergisst alles, was in den letzten 20 Sekunden passiert ist. Oliveira geht nämlich eh raus. Nachdem der sich ja gerade einkackt in so einem wichtigen Spiel. Und wieder die Becker kommt ebenfalls rein für. Acevedo. Hä? Was ist denn jetzt mit diesem Spiel schon wieder los? Also neue linke Seite für uns. Und wieder der alte Abstand, dass wir zwei Tore brauchen, nachdem Gia Reyna ja von uns eingeladen wurde, das Tor zu machen. Lavic. Schön rein, aber Hütti ist leider niemand, der aus einer halben Chance ein Tor macht, sondern braucht leider zwei Chancen für ein Tor. Jedenfalls in der aktuellen Verfassung. Ah, Lavic, ja, sowas muss halt drin sein. Ich finde nicht wirklich, dass man hier sagen kann, dass wir oder Dortmund besser ist. Auch von der Statistik her ist es relativ ausgeglichen. Passgenauigkeit könnte von uns besser sein. Aber das reicht halt dann nicht, um ein 3 zu 1 aufzuholen. Nedeljkovic nimmt erstmal die falsche Richtung, direkt in den Gegner rein. Younes Peters, aber auch hier leider drüber. Saldivia muss auch mal zugreifen. Gruß wird jetzt gleich reinkommen für Gomes. 30 Minuten noch, langer Ball nach vorne. Peters, Hütti, Henerbacher. Und dann natürlich der Pfosten, weil warum sollte man was Positives haben? Ach Mann, ey, diese ganzen Dinger müssen halt drin sein. Komm, meine, halt die Backen bitte. Geiler Ball, aber riesige Parade von Meslier. Ich muss sagen, das erinnert mich gerade ein bisschen sehr an den Portsmouth Save damals im FM 18, 19, falls ihr damals schon dabei wart. Ich glaube, ich habe Aachen so weit gebracht, wie es nur ging. Das war der FM 19 übrigens. Ich glaube, ohne jetzt das komplette Konzept über den Haufen zu werfen, wie wir es jetzt gerade über die Jahre halt hatten, ne, mit den vielen, vielen Jugendspielern, und dass wir eigentlich uns eher nur junge Spieler kaufen, mit Ausnahmefällen natürlich, oder auf die Mentoren, wenn dann gehen. Ich glaube, da, ohne das, dass man das wegwirft, kriegt man diese Mannschaft nicht mehr die nötigen Level hoch, um halt gegen Dortmund ein 1 zu 3 aufzuholen oder gegen Bayern halt zu gewinnen. Also damit ist klar, in unserer letzten Saison, in diesem Safe werden wir leider absolut nichts gewinnen. Und damit bleibt dann halt wirklich der Zweitligatitel und die Regionalliga unsere einzigen Titel in diesem Safe, was mich sehr, sehr nervt, weil ich glaube, ein DFB-Pokal wäre drin gewesen in diesen 12 Jahren. Aber dafür musst du halt wirklich dich schneller entwickeln, und das haben wir nicht geschafft. Vielleicht hat das auch schon vorher begonnen, als man halt 3 Jahre dritte Liga gebraucht hat und 3 Jahre zweite Liga. Wir haben übrigens unseren Youth-Intake bekommen. Sollte ein 5-Sterne-Intake werden. Ist nur ein 4-Sterne-Intake, aber trotzdem drei Leute, die gut sein könnten. Wow, starke Werte. Ich glaube, die werde ich übrigens nicht für die Kanalmitglieder anbieten, weil ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Nur damit ihr das wisst. Aber der Owusu-Ansa sieht gar nicht so schlecht aus. Wir können ja bestimmt dann irgendwann mal rangucken, oder reingucken, wie viel Talent die nun wirklich hatten. Werden uns bestimmt nochmal ausgiebig mit diesem Safe beschäftigen, wenn er vorüber ist.
Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich den Safe anbieten werde für euch zum Download, weil jetzt, wo ihr im FM24 den Safe übernehmen könntet, rein theoretisch, hat vielleicht der ein oder andere mehr Bock, da auch mal ein bisschen reinzugucken. Justus Dick. Mit zwei Übersicht, King. Also die Spieler sind vielleicht interessant, aber sie haben halt große Defizite teilweise, sei es halt im Mentalen, so wie jetzt hier bei Dick oder bei dem davor oder anders, ne? Den Rest gucke ich mir gar nicht erst an, ja? Weil ist, glaube ich, jetzt ein bisschen unnötig, weil die werden wir definitiv nicht mehr sehen. Den nächstjährigen Safe, ne? Wann kommt denn die Folge hier? 151 Montag. Also ich glaube, die Beta ist mittlerweile draußen. Kann ich euch nur noch mal kurz sagen. Guckt mal am besten noch mal kurz auf meinen Twitter-Account und schaut euch mal den neuen Screenshot an, den ich rausgepostet habe, weil zur Beta möchte ich, also zum Beta-Release möchte ich den nächsten Screenshot raushauen mit der nächsten Instanz meiner Vereinsauswahl. Ihr müsst da nicht unbedingt einen Twitter-Account haben, ne? Glaube ich zumindest. Ihr könnt mir dann auch einfach das, was ihr noch als Ideen habt, unter die Kommentare schreiben. Nur auf Twitter seht ihr halt, wie mein momentaner Gedankengang dabei ist. Also seit dem letzten Mal, als ich euch das erzählt habe, hat sich nichts geändert, weil brauche ich jetzt auch nicht machen, bis ich nicht irgendwie weiß, wie die Konstellationen dieser Mannschaft sind, ne? Was Facilities angeht, was Schulden und so weiter angeht. Aber vielleicht fällt mir dann noch irgendwie was auf ein. Aber ich denke nicht, ich kann es euch ja nochmal sagen. Also jetzt, heute, am 11. Oktober, ist meine Liste aktuell Schweden, Hauptfokus skandinavische Spieler, dann Östers IF und Örgryte IS, beide in der zweiten Liga. Dann hätten wir Norwegen, auch alle zweite Liga, auch hier der Hauptfokus auf skandinavische Spieler. Ich würde nicht sagen, dass wir das ausschließlich machen, weil sonst könnten wir uns vielleicht immer 16-Jährigen oder so holen, was ein bisschen doof wäre. Da Fredrikstad, Kristiansand oder Skate Oslo. Dann vielleicht Paris FC in der zweiten französischen Liga. Eventuell Sochaux in der dritten Liga. Eventuell Red Star in der dritten Liga. Vielleicht England. Da wären Sachen wie Bradford City, Bolton Wanderers, Derby County, Cardiff City oder Notts County interessant. Die sind dann entweder in der vierten, dritten, zweiten oder vierten Liga. Oder der FC Vaduz in der Schweiz. Wäre dann so ein Andorra-Ding, aber die Schweizer Liga ist vielleicht nicht so krass interessant. Den Hauptfokus bei diesem Save möchte ich auf jeden Fall darin setzen, dass wir eventuell diesen im FM25 weiterspielen, je nachdem, wie der so verläuft. Weil ich mich jetzt mittlerweile zu 100% dagegen entschieden habe, das hier zu machen, weil dafür ist die Datenbank, auf die ich diesen Save aufgebaut habe, leider nicht gemacht für, ne? Aufgrund der zweiten Mannschaft dann, ne, mit den ganzen Pokalen und so weiter. Ich hätte das liebend gerne drinne und es ist leider nicht drinne. Und deswegen macht es keinen Sinn, da diesen Safe hier noch weiterzuspielen. Ich hoffe, ihr seid mir da auch nicht böse, weil ich hatte das ja immer so ein bisschen angeteased, ob wir das vielleicht machen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt nochmal frisch starten, macht das deutlich mehr Sinn. So, was machen wir für dieses Spiel gegen Düsseldorf, die momentan auf Platz 15 sind als Aufsteiger? Zuvor drei Unentschieden in Folge, davor verloren gegen Freiburg und Bayern. Ich glaube, die Aufstellung passt, oder danach haben wir erst bei Ewigkeiten Pause. Auch einer der Gründe, warum ich dann gerne einen neuen Save starten möchte, weil ich glaube, das liegt auch an der Datenbank, dass wir so krasse Pausen zwischen den Spielen manchmal haben, ohne dass eine Länderspielpause ist. Möchte mal Castro Point mitnehmen. Habt ihr irgendwie Bock drauf? Und dann geht's los gegen Fortuna Düsseldorf. Es ist 5. gegen 15. in der Formtabelle. Und ich versuche jetzt wenigstens noch in den verbleibenden Spielen auf Platz 4 zu gelangen, damit wir noch einen versöhnlichen Abschluss quasi haben. Gegeben den Fall, ne, dass wir jetzt, oder hätten wir jetzt FM24 weitergemacht mit diesem Save. Jungs, bitte. Ich glaube, dann hätte ich geschaut, dass ich Lavik und Marson im Sommer verkaufe und einen sehr, sehr harten Umbruch mache. Was dann auf Kosten der Jugendspieler wäre, die vielleicht ranrücken könnten, ne? Sowas wie Robbie, sowas wie Hasch, Götz natürlich. Götz ganz, ganz groß. Der wäre ein großer Leidtragender davon, da wahrscheinlich. Wobei, so oder so wird es schwer für den werden. Wegen Hinnerbacher und Olivera.
Jungs, ihr habt schon wieder 7 Schüsse und keiner davon ging aufs Tor. Köln führt gegen Leipzig, das wäre sehr, sehr gut für uns. Und dann hätte ich halt geschaut, dass man dieses nächste Level im nächsten Jahr erreichen kann, während der Saison, weil von heute auf morgen wird das nicht gehen. Und sich dann halt kontinuierlich hocharbeiten, während Fortuna Düsseldorf sich kontinuierlich gerade an unser Tor heranarbeitet. Jetzt mal einen Entlastungsangriff, den September aber sofort wieder vergeigt. Und ich glaube auch Hütti würde da sehr drunter leiden, wenn ich einen großen Umbruch vollziehen würde, weil der wäre dann definitiv nur zweite Wahl im Sturmzentrum. Das ist ein genialer Ball gewesen. September macht ihn rein. Und auch hier hat der Schiri mal wieder was dagegen. Ich glaube aber zu Unrecht. Doch, wow, okay. Dann war das richtig dumm von September gemacht. Jo, der ist viel zu früh gestartet. Es war wirklich ein geiler Ball von Santosch. Aber leider ist September viel zu früh gestartet, hat nicht auf seine anderen Gegenspieler geachtet. Okay. Bisschen unnötig, aber gut. Um wäre Tugbenio. September ist nicht im Abseits. Und das ist eine brutal starke Parade von Grech. Finde ich ganz schön frech. Sorry, der müsste sein. Ja, September, du hast mich ganz schön genervt, deswegen gehst du raus. Ja, beim Rest müssen wir einfach warten, bis da mal irgendwie jemand das Tor trifft, ne? Castro, glaube ich, noch ohne Tor bei uns in maximal 2-3 Einsätzen. Wird also mal Zeit. Ja, Becker kurz mal gelauscht, ob er da dürfte, aber wurde sofort mit Nein beantwortet. Da ist Castro. Das ist ein geiler Ball, Castro. Hallo. Jackie, der Jackie Castro mit seinem ersten Profitor. Und das gerade mal 2 Minuten und 30 nach seinem Debüt. Nach seiner Einwechslung, nach seinem Debüt. Debüt hatte er schon lange vorher. Sehr, sehr schöner Lupfer. Könnte sich Hütti was von abschneiden, auch wenn er den letzten natürlich gemacht hat. Sein erstes Tor im 5. Ligaspiel. Dieses Jahr hat er einen Kurzeinsatz gehabt. Letztes Jahr hat er 3 Kurzeinsätze gehabt. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr gutes Finish. Nächster Ball kommt rein, aber nicht gut. Achter, nein. Komisch. Nee. Aber wir machen jetzt weiter Druck. Hoffentlich auch gleich das 2 zu 0. Jupp. Masson. Ja, eben lag ich ja schon falsch. Ich würde mir wünschen, dass ich nicht schon wieder falsch liege. Sehr schön. 2 zu 0. Ich glaube auch Nedelcheck würde ich verkaufen. Ich würde generell sehr, sehr viel verkaufen. Aber das ist nicht mehr relevant. Vielleicht spiele ich diesen Save noch weiter in der Beta und mache euch dann noch einen kleinen Zusammenschnitt, wie es dann so lief. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich werde dieses Jahr keinen Beta-Save oder keinen Save in der Beta anfangen, weil ich auf Editor-Dateien warte. Das könnte ich vielleicht noch machen, ja. Okay. Wäre, glaube ich, aber auch abseits gewesen. Habe ich noch irgendwas mitgenommen? Nö, leider nicht so wirklich. Komm, Nedeljkovic, geh mal wieder rein. Du hatest ja sonst wieder komplett rum. Von wegen. Keine Einsatzzeiten. Hab irgendwie aber trotzdem 80% der Spiele bisher gemacht. Mama, Mama. Muss ich gleich mal nachschauen, ne, wie viele Einsatzzeiten der hat, weil ich finde es wirklich sehr ungerechtfertigt, dass er so rumheult aufgrund seiner Einsatzzeiten. Am Anfang ja, aber mittlerweile überhaupt nicht mehr. Nur die Spieler müssen halt auch wissen, ne, dass du am Anfang eben noch nicht so viele Spiele hast und dann, wenn die Champions League, die Pokalliga auch da richtig losgeht, Saison natürlich nicht Liga, dann kommt's halt zu mehr Spielen und auch zu mehr Rotation. Ich freue mich sehr für Kastrup, der sein erstes Tor gemacht hat. Generell ein
Ruhiges Spiel gegen Düsseldorf. Leverkusen hat verloren, sehr gut für uns. Leipzig nur unentschieden, das ist auch sehr gut für uns. Sonst, Frankfurt hat gewonnen. Die bleiben an uns dran. Und Freiburg hat verloren gegen Gladbach. Šeško hat Tor gemacht, José Luis nicht. Hüti natürlich auch nicht. Damit bleibt es weiterhin eng beim Top-Torjäger-Rennen. Jetzt haben wir erstmal eine ganz lange Zeit lang kein Spiel. Das nächste Spiel ist erst in 18 Tagen. Da gucke ich mal noch kurz mit euch nach Nedeljkovic. Also Nedeljkovic hat jetzt 29 Partien gemacht für uns. Und insgesamt waren möglich 41, gemessen an unseren beiden Keepern. So, 29 von 41 sind. Ach, guck mal, exakt, nenne ich exakt. Aber 70,7%, also 71%. Er hat halt 71% der verfügbaren Spiele gemacht und er hatet wirklich rum, dass er zu wenig spielt. Und sorry, das müssen sie, und sie haben es ja angekündigt, das muss jetzt endlich mal raus aus dem Spiel. Es kann nicht sein, dass ein Spieler, wenn er 70% der Einsatzzeiten gemacht hat, rumheult, dass er zu wenig Spiele macht. Und ich glaube, Startelf, wenn das halt das Argument ist, übrigens Dortmund unentschieden gegen Stuttgart, wenn die Startelf das Argument wäre, dann könnten wir mal gucken. Nedeljkovic hat 19 Spiele gestartet, damit drei weniger als sein Konkurrent auf der Position Tugbenio. Ist er eigentlich wenigstens Kaderspieler? Nee, er ist Starspieler, wahrscheinlich wegen dem Vertrag irgendwann. Ja, okay, dann kann er da ein bisschen haten, aber mittlerweile überhaupt nicht mehr. Weil er wenigstens sonst Einsatzzeiten bekommt. Ich guck mal kurz auf seine Infos, ist das? Will in mehr Spielen in der Startelf stehen. Okay, Startelf macht so ein kleines bisschen Sinn wenigstens. Es waren das jetzt 19 von 41. Es sind immerhin aber noch 46%. Also sorry. Aber bitte halt die Fresse. Bulke hat eine Fingerfraktur, fällt 3 Wochen aus, aber gut, bis dahin haben wir eh kein neues Spiel. Ich hoffe einfach sehr, ne, dass der FM24 etwas besser wird. Ich bin auch ganz ehrlich zu euch, ja? Jetzt mal wirklich krasser Real Talk, ja? Ich glaube, wenn sie den FM25 nicht angekündigt hätten mit der neuen Engine und von wegen sie machen alles neu, hätte ich, glaube ich, nach diesem Jahr aufgehört mit FM. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich finde, der FM23 ist der bisher mit Abstand schlechteste FM, den ich jemals gespielt habe. Und das klingt jetzt natürlich ein bisschen toxisch von wegen, nachdem ich halt jetzt letzte Folge gegen Bayern und jetzt halt gegen Dortmund rausgeflogen bin. Aber jetzt wirklich Hand aufs Herz, es ist wirklich seit Anfang an meine Wahl gewesen, dass wenn nichts Gutes für den FM24 oder FM25 kommt, dass ich dann höchstwahrscheinlich mit dem FM aufhöre. Für jedenfalls den 24er. Weil ich habe es ja auch so oft gesagt, ich glaube letztes Jahr schon, habe ich mich so lange dran aufgezogen an diesen, oh, Hauptsache man gibt genug Geld aus für die scheiß UEFA-Lizenz. Und das hat mich wirklich richtig, richtig gestört. Weil du hast dieses Jahr und auch letztes Jahr, finde ich, sehr gemerkt, dass sie einfach den Fokus auf falsche Dinge legen. Weil niemanden, der länger als 5 Jahre FM spielt, hat diese Lizenz halt großartig gejuckt. Weil du halt diese Scheiß-Lizenzen durch irgendein Pack sofort bekommst. Und ich bezweifle, dass so viele Leute auf die Champions League-Musik abjizzen, wenn sie das haben. Weil ich habe Sound immer im FM aus. Ich habe den Sound literally nur an, wenn ich aufnehme. Weil der Sound halt einfach schlecht ist. Was in Ordnung ist. Ich brauche keinen Sound beim Fußballspiel. Ja, und der Blogpost von wegen, dass sie gemerkt haben, dass das Spiel nicht wirklich das war, was sie machen wollten, der hat rausgerissen, dass ich denen jetzt eine Chance bis zum FM25 gebe. Wenn der FM25 ein ultra krasses Buggy-Mess wird, dann sind sie für mich wahrscheinlich erstmal weg vom Fenster. Dass es am Anfang nicht komplett fehlerfrei wird, das ist klar, mit neuer Engine, mit neuer Grundstruktur und so weiter, da bin ich vollkommen d'accord mit. Auch wenn es natürlich wenn es schön wäre, wenn es nicht so wäre, aber in der heutigen Gaming-Welt ist es nun mal so, dass die Spiele ohne fertig auf den Markt kommen. Es ist einfach so. Man kann nichts dagegen machen, weil du kannst noch so an die Leute appellieren, kauft doch bitte nicht jedes Spiel vorab, wenn ihr nicht wisst, dass ihr
wirklich euer Erlebnis bekommt, das ihr haben möchtet. Und trotzdem, ganz ehrlich, zum Beispiel EA kann heute raushauen, bestellt FC 25 vor. Für 200 € und ihr könnt vielleicht eine Woche früher spielen. Es würden so unfassbar viele Leute machen. Und die beschweren sich dann wie jetzt nach knapp einem Monat Release. Oh, das Spiel ist so eine Scheiße. 71 Defending Höhe oder was auch immer. Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Ist so ein Bullshit. Ist übrigens so 2 Wochen nach Release bisher. Das Spiel ist das Schlechteste. Der Content ist Bullshit. Ja, Leute, ihr habt halt die Erfahrung von super vielen letzten FIFA-Teilen. Und hab trotzdem EA wieder 100 € plus wahrscheinlich FIFA Points in Rachen geworfen. Und ich versteh's leider, ne? Ich war doch selber jahrelang so, ne? Ich hab mir die Ultimate Edition geholt, obwohl ich das Spiel vorher gehatet habe. Also das den vorherigen Teil. Und hab dann gesagt, okay, dieses Jahr sieht's gut aus, die Demo war gut, als ich auf den EA-Events war, hat sich das gut gespielt. Weißt du was, komm, und Ultimate Team, es macht immer Spaß, Päckchen zu öffnen, weil du hast halt diese Sucht. Es ist halt eine Spielsucht, ne? Es ist einfach so. Wie viele Leute, die FIFA spielen, wissen nicht, dass sie spielsüchtig sind. Es ist so fucking traurig und das Spiel ist halt trotzdem erst ab 6 oder so. Das Spiel muss halt leider wirklich ab 18 sein. Weil es ist wirklich eine ganz große Gefahr und da kann ich von mir selber reden, weil wann ist Ultimate Team ist FIFA 09 gestartet? Wurde dann richtig groß, FIFA 11. Da bin ich gerade 18 geworden. 2011, 2012, so in dem Dreh, ne, wo FIFA 11 rauskam. Nee, Quatsch, FIFA 11 kam noch vor 2010. Sagen wir mal 17, 18, ne? Und ich hatte halt noch ein bisschen Cash gehabt, ne? Mama gibt immer noch ein bisschen Geld und so, ne? Mit 17 halt. Ja, und was mache ich? Komm, lass mal ein bisschen Microsoft Points ballern. Oh, kaufen wir mal ein bisschen FIFA Points. Oh, ein paar Päckchen. Ah, weißt du, jetzt ist gerade so chillig. Machst du mal ein bisschen rein. Und jetzt hast du ja auch die YouTube-Serie, kannst auch ein bisschen bei FIFA 12 reinballern. Ja, und am Ende habe ich dann irgendwie so richtig viel Geld reingeballert. Wahrscheinlich auch über die ganzen Jahre, die ich FIFA gespielt habe, locker 1.500 € oder so. Mit Spiel drinnen natürlich. Nee, warte, kann gar nicht sein. Das ist ja viel zu wenig. Die Spiele alleine kosten. Ja, wie lange habe ich FIFA gespielt? Sehr lange. Sagen wir mal, ohne die FIFA-Titel. Boah, wie viel Geld habe ich da wohl reingeballert? Aber es ist locker 1.000 €. Ziemlich sicher. Und das ist so traurig, wenn du dir bedenkst, nach 12 Monaten ist es eh alles weg. Und es macht halt einfach gar keinen Sinn, aber es ist halt die Sucht. Und das musst du halt auch erstmal erkennen. Und dann musst du es halt auch so gesund erkennen, dass du dir denkst, okay, vielleicht sollte ich damit aufhören, weil das ist halt wirklich sehr dumm. Und EA reibt sich die Hände von meiner Dummheit. Und das ist der Grund, warum ich seit 4 Jahren nicht mehr FIFA spiele. Nicht, weil ich Angst habe, süchtig zu werden oder so wieder, sondern einfach, weil ich weiß, dass das Spiel scheiße ist und es wird sich nie was ändern, weil halt so viele Leute Geld ohne Ende reinbuttern und EA da halt nichts machen muss und deswegen natürlich auch nichts macht. Und du kannst nicht mal jetzt hier irgendwie sagen, okay Leute, dann nicht mehr vorbestellen, weil FIFA ist so groß oder FC ist so groß, die ganzen Casuals sind zu heftig da. Die interessiert das auch gar nicht. Ich glaube, selbst wenn die komplette Pro-Scene da irgendwie mal ein bisschen was machen würde, never. Die sind auch nur ein kleines Stückchen vom riesigen EA-Kuchen, der sich Ultimate Team nennt. Und das ist halt das Traurige. Um jetzt aber mal wieder auf FM zu kommen, weil ich habe den ganzen Vergleich hier nur gezogen, weil ich mich eben sehr an EA erinnert gefühlt habe durch das, was Sports Interactive bzw. halt der FM macht. Habe ich so das Gefühl gehabt, man hat sich auf die falschen Dinge konzentriert beim Spiel coden. Das hat sich dann auch sehr gezeigt in der Vermarktung der letzten 3 Teile. Wobei ich den drittletzten vielleicht jetzt erstmal so FM21 kurz mal da rausnehmen würde, weil der da noch relativ frisch in Deutschland rauskam. Aber du gibst halt eher Influencern aus dem falschen Spektrum die Chance, das Spiel zu bewerben. Und dadurch hast du dann halt so Leute, und es klingt jetzt ein bisschen Gatekeeping, aber ich möchte kurz mal noch sagen, ich möchte jetzt kein Gatekeeping betreiben, und es klingt aber gatekeepig, ja. Du gibst jetzt halt den falschen Leuten diesen ersten Einblick, weil der Streamer, der dann zum Beispiel die ganze Zeit immer nur FIFA spielt und dann wahrscheinlich auch nur Foot und nicht mehr irgendwie Karrieremodus, der spielt halt vielleicht eine Stunde und macht halt ein paar Testspiele oder so. Du bist halt nur so ein Mini-Zipfel hast du da angefasst vom FM.
Das ist die komplett falsche Herangehensweise. Und ja, dadurch hast du kurz mal richtig viele Sales, ne? Weil dann sehen die Leute, oh, das ist ja voll spannend. Das ist der Karrieremodus bei FIFA, den ich schon immer wollte. Ja, aber dann, die haben dann halt den falschen Eindruck vom Spiel, weil der FM ist halt was komplett anderes, als nur mal eben kurz hier fünf Buttons klicken und dann hast du da den Top-Transfer geholt. Das ist es nicht. Und das Spiel hat ein riesiges Frustpotenzial. Und jetzt haben sie halt mit den letzten beiden Teilen vielleicht einen schnellen Cash-Grab gemacht und haben dabei ihre Hardcore-Fans quasi vergessen. Und das haben sie auch in dem Blogpost gesagt. Und da habe ich mich dann auch wirklich genauso gefühlt, weil ich fühlte mich jetzt die letzten Turniere, bitte pass auf. Gut aufgepasst. Ich fühlte mich die letzten 2, 3 Jahre vom FM wirklich vergessen. Weil all das, was ich vom FM wollte, war eine logische Spielerinteraktion, wollte hier und da ein paar QOL, also Quality of Life Verbesserungen. Und es kam einfach nichts. Dafür kam Champions League, geil! Und das interessiert dich halt nicht. Wenn du halt wirklich so hardcore spielst wie wir. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass sie das wirklich sich zu Herzen nehmen, was sie geschrieben haben. Es ist sehr viel Marketing-Sprech natürlich gewesen, immer. Aber ich hoffe, dass Sports Interactive wirklich noch so ein kleines bisschen da drin ist und ein bisschen an uns denkt, ne? Business-technisch kann man es komplett verstehen, ne? Der Cash-Grab, der muss halt sein, weil die wollen halt auch Geld verdienen, aber bitte mach wenigstens auch ein gutes Spiel. Großer Fehler von Kroos und Al-Marzouki darf dann alleine durch uns spazieren und hakern. Wäre auch einer der ersten, die dann verkauft werden würde im Sommer. Leipzig würde uns damit nicht überholen, aber punktgleich ziehen. Frankfurt spielt gegen die Bayern, hat momentan noch unentschieden. Und ja, wie gesagt, das war dann auch der Grund, warum ich dann für mich ohne den Blogpost damals, uff, eieiei, entschieden habe, dass ich dann sage, okay, FM24 eher nicht auf YouTube. Ich hätte mir wahrscheinlich dann irgendwann gekauft, aber wahrscheinlich kein YouTube gemacht. Schade, dass wir hier schon wieder so offen sind hinten. Das ist sehr, sehr einfach. Auch Saldiva lässt sich hier sehr leicht übertrumpfen. Und Leipzig macht natürlich mal wieder aus 2 Schüssen, 2 Tore. Immerhin hatten sie jetzt auch den dritten und der war nicht drinne. Ach, und Hennerbach, weißt du, eben so gut gespielt und jetzt mal wieder absolute Grütze. Also diese Inkonstanz ist wirklich lächerlich krass bei uns dieses Jahr. Ja, komm, mach noch mehr. Saldivia hat sogar eine 6,1. War wahrscheinlich keine Infektion, sondern ein Virus in seinem System. So schlecht wie er dann war. Immerhin war der Safe jetzt gut. Durfte aber auch eigentlich auch wieder nicht so durchgehen, ne? Weil, ganz ehrlich, was willst du da Verteidiger hinstellen, wenn du einfach an dem vorbeispazieren kannst als gegnerischer Spieler? Oh Gott, ey, Platz 4 wird noch so krass eng werden. Positives, du kannst am Anfang. Ach so, siehst du, wird gar nicht hier übernommen. Du kannst am Anfang der Folge gar nicht sagen, was passieren wird. Das war stark. Das war sehr stark. Ja, warum stelle ich Oliveira halt nicht auf? Ich weiß doch, dass er der King ist momentan bei uns. Mach den Anschlusstreffer. Aber ich glaube, viel Zeit bleibt uns nicht mehr, um hier noch den Ausgleich zu machen. Der müsste jetzt schon langsam mal kommen. Weil wir brauchen immer ein paar mehr Chancen als der Gegner. Das war ein guter Kopfball. Lauritz Lawick macht den Ausgleich. Wir werden so krass gleich das Gegentor kassieren, ne? Wir filmen's alle. Leverkusen 3:0 momentan gegen Bochum. Also die werden weiterhin dranbleiben, auf jeden Fall. Langer, langer Einwurf von Nedeljkovic. Sehr guter Kopfball von Hütti. Und Lawick dann mit einem super, super Abschluss. Kommt schon, Boys. Dreht das Spiel komplett. Hütti weiterhin auf rechts außen. Seine neue Position. Risky, aber gut gelöst von beiden. Becker. Schön auf Oliveira. Sehr gut auf Peters. Aber der lässt sich den Ball leider viel zu leicht abnehmen. Nedeljkovic hat aber gut aufgepasst. Der ist er wieder. Gutes Spiel bisher von ihm. Oliveira. Na gut, okay. Also die Szene braucht man jetzt nicht wirklich sehen. Was könnten wir noch machen? Kroos raus, jo, sehe ich auch.
Nicht nur wegen der Note, sondern auch wegen der Fitness. Santosch? Nee, Quatsch. Ach, Gomesch ist weg, ne? Ah, komm, Leo. Leo, ich glaub an dich. Leo macht das. Leo kann's. Der hat gesehen, wie sein Brudi hier leider nicht durchstarten konnte mit God's Way Hush. Und jetzt will er selbst durchstarten und macht jetzt das Tor, ne? Komm, Leo. Please. Please. Ah, die Latte. Und Guardiol klärt dann noch. Ah, schade. Aber wir sind gut zurückgekommen. 10 Sekunden noch. Oh, der ist gut. Hütti, Lavic. Schiri, FM. Das meinte ich gerade, ne, mit dem Frustspiel, ne? Das hat der FM jetzt nur gemacht wegen Trollen. Wir hätten uns das schon denken können, dass das Abseits war, so weit vorne, wie unsere beiden Spieler waren, aber das war jetzt schon sehr Trolling, ne? Also, muss nicht sein. Ja, anfangs war Müll. Leider die falsche Aufstellung mal wieder gewählt. Aber immerhin nicht viel verloren. Frankfurt hat ja verloren, also haben wir auf dem Punkt gut gemacht. Auf Leipzig ist die Distanz gleich geblieben. Freiburg, weiß ich gerade gar nicht, was die gemacht haben. Nur Leverkusen ist wieder rangekommen. Leverkusen ist richtig rangekommen. Freiburg hat auch nur unentschieden gespielt. Und Gladbach, die sind nicht dabei. Also Leverkusen, die ja die letzten in diesem Achterpack, in diesem, was für Achterpack, in diesem Fünferpack sind, sind sehr nah rangekommen nochmal, aber nicht schmerzhaft für uns, weil es immer noch 4 Punkte sind. Also man kann es verkraften, dieses Unentschieden gegen Leipzig und ja, holen wir uns auch Platz 4 jetzt, ne? Und dann ist gut für diesen Save. Neredeschew, das war ein gutes Spiel dann am Ende, ja, aber leider haben wir sonst ein bisschen wenig gemacht, ne? Hütti weiterhin mit Šeško und Rossi Luis 16 Tore. Naja. Wir klettern ein kleines bisschen am Abwehr-Ranking hoch. Wir waren ja mal die 7 schlechteste, jetzt sind wir mittlerweile die 8 beste Abwehr. Aber gut wird es natürlich nicht mehr werden, gerade wenn du 2 Gegentore wie heute kassierst. Was haben wir noch? Wir haben noch HSV, Stuggi, Bochum und wahrscheinlich Hertha in der nächsten Folge. Und dann haben wir schon die letzte Folge für den regulären Save mit Hannover. Dann nochmal gegen die Bayern und zum Abschluss das Derby. Das ist aber ein schöner Schlusspunkt, finde ich, im Derby gegen Gladbach. Gerade im Hinblick dann mit dem einen legendären Spiel in der ersten Saison mit dem Kadejma-Treffer zum Aufstieg. Das ist, glaube ich, ganz nice. Sehen uns also bei der nächsten Folge wieder. Haben wir da schon wieder so eine lange Pause? Nee, ich dachte gerade schon. Das Ganze dann Mittwoch. Und nicht vergessen, guckt mal ein bisschen auf meinen Twitter, falls ihr ein bisschen Input geben wollt zum Vereinsvoting. Es kommt natürlich definitiv nochmal ein extra Video dazu. 100 Pro, also ich mache das jetzt nicht auf eigene Faust. Und wie gesagt, wenn ihr keinen Twitter-Account habt, also Link zu meinem Twitter-Account gibt es in der Beschreibung, ne, bei Links und da ich auf Social Media oder sonst was. Wenn ihr kein Twitter habt, kein Problem. Ihr könnt mir dann auch einfach den Kommentar, den ihr auf Twitter schreiben würdet, hier bei YouTube schreiben. Null Problem. Ich gucke mir alles an. Schade, dass es heute nicht geklappt hat mit Dortmund, aber es ist halt so, ne? Es ist halt so. Es war ein 1:1 Rückspiel. Heute kein Spiel verloren im Gegensatz zum letzten Mal. Mal schauen, wie die nächste Folge wird. Bis dahin. Tschüss.